Die Männer der polnischen Sicherheitsfirma kommen in Begleitung des Speditionsinhabers und mit schweren Fahrzeugen. Der Auftrag offenbar, den Fahrern die Lkw abnehmen und diese zurück nach Polen bringen. Warum können heute Morgen Schlägertrupps aus Polen hier anreisen? In paramilitärisch ausgerüstet, in einem gepanzerten Fahrzeug, die Fahrer bedrohen, ihnen die versuchen, die Zugmaschinen abzunehmen, um diese zurück zu überführen nach Polen. Das ist eine Sauerei, was hier passiert, und wir fordern, dass das auch entsprechend geklärt wird. Die Polizei kann rechtzeitig eingreifen, bevor es zu Handgreiflichkeiten kommt. Unter Androhung des Einsatzes von Pfefferspray und Schlagstock können Ausschreitungen verhindert werden. Aktuell haben wir mehrere Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Diese werden dann im weiteren Verlauf mit zur Polizeidienststelle verbracht und dort eben die polizeilichen Maßnahmen weitergeleitet. Seit vergangener Woche streiken auf der Raststätte rund 60 Lkw-Fahrer der polnischen Spedition, weil die Löhne seit über einem Monat ausstehen sollen. Die Lkw-Fahrer sind heute fassungslos, aber nicht überrascht. Wir fühlen uns seit dem ersten Tag bedroht, seit wir unseren Protest begonnen haben. Wir werden täglich von der Firma bedroht. Wir haben große Angst und der Tag hier heute zeigt das noch einmal mehr. Weil die Firma uns mit Gewalt die Lkw wegnehmen will, um uns nicht unser Geld zu bezahlen. Die Raststätte war für den Polizeieinsatz für mehrere Stunden gesperrt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind es 16 Tatverdächtige, die wir vorläufig festgenommen haben und die eben im Verdacht stehen, Straftaten begangen zu haben. Ermittelt wird wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, Bedrohung, Nötigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Störung einer Versammlung.